Hallöchen, meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM Files. Wir schicken in zwei Stunden, in einer Stunde, den Spec Ops Heli los. Wir haben wieder 6 Mann, 3 neue Kevlar-Westen, es ist ein Kult-Dargon-Außenposten und eine Zombie-Verseuchung. Ihr solltet eigentlich mehr oder weniger bereit sein. Ich guck nochmal. Zombie-Verseuchung bedeutet, wir brauchen relativ viele Schrotflinten. 4 davon. Ich denke, das passt. Und ich denke, das müsste Tag sein, bis ihr da seid. So, erstmal den Außenposten. Kirche Dagon. Ist kein Unterschlupf, sondern ein Außenposten. Ich glaube, das ist eine unterschiedliche Art von Mission. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es. Wir haben eine relativ gute Truppe dabei. Wir haben 2 Hauptmänner. Wir haben einen Oberst dabei. Hallo, Munition? Okay, du hast ein bisschen zu viel. Dann, du hast eine Granate, das passt. Haben wir noch einen Heilspray oder so? Hier. Wir sollten irgendjemanden mit Smoke haben. So, du triffst auch gar nicht so schlecht. Warum, dass du die Munition hast, weiß auch keiner. Vielleicht habe ich die irgendwann mal gegeben. So. Dann bekommst du noch so ein Kit. Du kriegst das Jagdgewehr. Okay, wir haben 2 Deagles, Jagdgewehr. Keiner mit der AKM. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Du kriegst die AKM. Ist mir lieber. Okay. Der hat ein SMG. Der schaut direkt in unsere Richtung. Ah, Repetiergewehr. Auch ein Repetiergewehr. Das ist beschissen. Kann es nicht anders sagen. Weil die haben jetzt natürlich alle Zeiteinheiten der Welt. Es gibt kein Reaction Fire, wenn wir nur Smoke schmeißen. Ha. Okay, das mal so viel mal dazu. Oh. Okay. Einer wäre weg. Was hast du? 3 Wunden. Ah. Okay, weißt du was? Heil ihn wieder hoch. Okay, das war gut. Es hat auch keiner was gemerkt. Ich denke, wir knien uns hin.
mit allen. Wir haben hier aber keine Smoke. Wir haben nur bei denen zwei Smoke. 40. Keine Schlusslinie. Ach komm schon. Okay, gut. Keine Schusslinie. Ich denke, das könnte passen. Du siehst drei. Eins, zwei. Da war diesen Penner. Ah, das wollte ich nicht. Ah, das war dumm. Wie viele Wunden? Eine. Du hast auch eine. Okay, die Smokes sollten uns einigermaßen beschützen, hoffe ich. Okay, ach, den auf dem Balkon habe ich vergessen. Okay. Ist noch keiner von uns gestorben? Der Zaun hilft uns auch gerade ein bisschen. Okay, es sind noch drei verwundet. Du hast drei Wunden. Du hast eine. Okay, Heilspray. Das sind ganz schön viele. Das sind ganz schön viele. Okay, machen wir ein paar Snapshots. Das war leider nicht gut genug. Du hast immer noch drei Wunden. Vielleicht hätten wir schießen sollen, anstatt die Verwundeten. Okay, wer ist hier am gefährlichsten? Der hinten mit dem Repetiergewehr wahrscheinlich. Du hast keine Smoke. Oh, es hat keine Mini Smoke. Schießen geht sich nicht mehr aus. Okay. Wir wollen den Zaun nicht unbedingt hochsprengen. Ah, ist jetzt die Frage. Geht sich das aus? Nein. Du hättest auch eine Smoke gehabt, aber dafür ist es jetzt zu spät. Haben wir den Typen auch noch? Der ist nicht so gefährlich. Okay, ducken. Dann schicke ich dich dahin. Zumindest haben wir keine Verletzten mehr.
Verdammt. Okay, nächste Runde müssen wir die Smoke primen und ach, es sind so viele. Ja. Es war klar, dass die jetzt was abkriegen. Da hilft uns der Zaun noch ein bisschen. Aha. Da ist wieder ein Kapuzenmann. Der hat den eigenen erwischt. Okay, es hätte schlimmer sein können. Du hast 6 Wunden. Oh, du hast auch eine. Granate scharf machen. Granate werfen. Das Medkit ist leer. Du hast auch noch ein kleines. Okay, wir müssen dich hier hinbringen. Zum Glück haben die Leute so viele HP. Geht's einigermaßen. So, jetzt hat er noch 4. Hat er noch 4 Wunden. So, verarzten wir den hier mal. Das kann weg. Krall dir noch das da. Du hast noch 4 Runden. Du solltest noch eine Runde überleben. Das war ein Treffer. Einer weniger. Du siehst keinen von da aus. Spannend. Wo ist der Kapuzenmann? Wir wissen es nicht. Okay, das war beschissen. 73. Nichts getroffen. Wie so üblich. 13. Ja, man kann es probieren. Okay. Sie sehen uns immer noch. Ach komm schon. Jedes Mal treffen sie. Das ist doch räudig. Da steht einer direkt vor uns. Ich habe das Gefühl, wir haben zu wenig Medkits. Da, du hast noch 4 Wunden. Na, das wäre mal das. Und du hast 2 davon getragen. Warum sehen wir den nicht? Komm schon.
Einer weniger. Wir sehen keinen mehr momentan. Okay, du siehst zwei. Hat getroffen, aber... Ha, warum blutet der nicht? Ich drehe im Rad. Den sehen wir wegen der Smoke nicht. Und irgendjemand müsste sich noch ein weiteres Medkit schnappen. Das Ding ist leer. Du siehst gar nichts. 30. Okay, und zurückziehen. Du kannst nochmal schießen, falls da einer kommt. Ducken. Ach, du siehst welche. Ärgerlich. Shoot. Das sind zu viele. Wir haben schlechten Start gehabt wieder mal. Wir haben direkt irgendwie sieben um uns herum gehabt, die... die uns da in die Zange genommen haben. Wen zur Hölle siehst du? Eigentlich will ich den hier mal wegbringen. Wer sieht ihn denn? Du? Aber man könnte auch echt mal was treffen. Ah! Warum sehen wir den nicht? Wegen der Smoke? Er stört mich wesentlich mehr als der mit dem dummen SMG da. Das letzte größere Medkit. Weg damit. Was willst du tun, wenn halt einfach alles daneben geht? Okay, der ist auch eine Gefahr. Immerhin einer weniger. Du schnappst dir beim nächsten Mal das nächste Medkit. Und wir hoffen, dass in der Runde niemand stirbt. Wenigstens treffen sie auch gerade nicht wirklich viel. Das Problem ist, jede Runde, wo einer halt jemanden verarzten muss, kann er sonst nichts Gescheites tun. Also kämpfen. Und deswegen... ja, das ist ein bisschen scheiße. Okay. Den haben wir schon dreimal erwischt und blutet immer noch nicht. Der elende Dreckspenner.
Na also. Okay, das wäre schon mal gut. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der totale Rambo. Du siehst niemanden. Okay, wir bleiben da. Die Munition hast du noch? Ich glaube, die mit der Shotgun treffen zumindest nicht wirklich was. Und dann die ganzen Typen im Süden, über die will ich noch gar nicht erst nachdenken, weil die kommen auch irgendwann. Dummerweise. Okay, siehst du jemanden? Keinen. Natürlich klappt's nicht. Okay, einer weniger. Der Penner steht immer noch auf dem scheiß Balkon. Na also. Okay, du siehst den. Okay. Wir sehen schon mal keinen mehr. Ich würde sagen, das ist ein Fortschritt. Aber da kommt noch mal einer. Oh. Wir müssen uns langsam wieder in Deckung bringen. Oh, der hat eine Shotgun. Wer wurde verletzt? Du wurdest verletzt. Oh, 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 mit zwei Wunden. Haben wir Glück gehabt. Das hätte sehr fatal sein können. So. Wo ist? Aha. Okay. Haben wir hier zwei Penner? Einer weniger. Thomas Burke. Warum siehst du den nicht? Warum siehst du den nicht? Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Okay, soweit, so gut. Ich glaube, das Gebäude ist zumindest einigermaßen geräumt. Sie fangen an, in Panik auszubrechen. Wir haben noch den einen Kapuzentypi. Okay, das ging komplett daneben. Und wir haben keine Munition mehr. Jetzt siehst du nichts mehr? Okay, gut. Ich denke, wir wechseln auf Long Range. Oder Gummigeschosse. Und versuchen den Kapuzentypi
zu stunnen. Zum Glück hatten wir Smoke dabei. Oh. Okay, der hat nichts. Schade. Du hast Gummischrot dabei. Mal schauen, was passiert. Oh, da ist noch einer. Ich denke, das ist der Kapuzentyp. Wieder eine Wunde. Okay, zum Glück nur eine. Wir sind drei. Es ist unglaublich. Okay, der wäre weg. So, dann... Du siehst vier. Eins. Okay, wir haben zwei kaputten Typis. Mit Revolver. Das war ein guter Schuss. Wie viel brauchst du? Okay, wir haben noch 17. Einer weniger. So, das wäre das. Keine Zeiteinheiten für Gummischrot. Der stört mich momentan nicht so. Okay, von euch sieht die keiner, die beiden da. Ich denke, das passt. Da ist noch einer. Oh. Die treffen auch relativ gut. Aber wir haben wieder eine Wunde. Ah. Der blöde Koffer ist leer. Was denn bist da, du für einer? Du bist nochmal ein anderer. Okay, wir haben ihn erwischt. Dann haben wir den da. Der ist super weit weg. Ich weiß nicht, warum der uns sieht. Wie auch immer. Okay, einer weniger. Eins, zwei, drei. Ah, ich stelle mich der am meisten. Der ist auch übel. Okay, weißt du was? Das mit dem Gummischrub vergessen wir erstmal.
Das mit dem Gummischrot vergessen wir erstmal. So, jetzt siehst du den Kollegen da. Okay, hinknien. Na? Hat einen Treffer kassiert. Du bist geduckt. Schauen wir, was sie tun. Okay. Im Haus ist auch nochmal einer. Erwählter Dagons. Okay, warum? Warum sehen wir nur den da? Warum sehen wir nur den da? Du hast normale Munition. Fantastisch. Genau das habe ich mir erhofft. Und nachladen geht nicht mehr. Das war ein guter Schuss. Ich bin beeindruckt. Es klappt jetzt nicht mit Gefangen nehmen. Das ist der letzte, den wir aktuell sehen. Fantastisch. Thomas Burke. Trifft immer gut. Okay. Im Haus war auch nochmal einer. Und irgendwo ganz hinten. Vielleicht kriegen wir doch noch ein Leben, wenn wir die Typen schnell genug wegkriegen. Ich bin schon froh, wenn wir überhaupt die Mission erfolgreich schaffen. Ah. Okay, das hat gesessen. Wie gesagt, im Haus war auch nochmal einer. Wir laden nochmal normal und Schrot. Okay, der ist uns momentan egal. Der ist etwas zu weit weg. Du hast noch Munition. Gut. Es sind noch drei Jünger. Soweit ich das beurteilen kann. Okay, der ist zu weit weg. Thomas Burke. Das war ein Hit. Leider nicht gut genug. So, du kallst dir den, der hier um die Ecke gelaufen ist, in der nächsten Runde. Und ihr beiden... versucht, an den da ranzukommen. Okay. Oh. Der hat auch nichts. Wir sind zu weit weg. Wir sind zu weit weg. Nächste Runde können wir nochmal schießen. Beide haben aktuell keine Waffe in der Hand. Okay, gut. Der andere verzieht sich. Was war das? Priester Dagons? Ich hab's nicht richtig gesehen. Ohne Waffe in der Hand.
absolut ohne Waffe in der Hand. Warum siehst du den da nicht? Ohne Waffe in der Hand. Okay, ist jetzt die Frage. Können wir den stunnen? Okay, einer weniger. Du hättest noch eine Blendgranate. Okay, weißt du was? Wir probieren's. Okay, keine Schusslinie. Wir versuchen ihn zu stunnen. So, der steht immer noch da. Das wäre das. Oh, der hat seine Waffe wieder genommen. Herr Penner hat seine Waffe wieder genommen. Jetzt ist die Frage, riskieren wir es? Okay, nach vorne. Du siehst ihn. Er hat ein SMG. Also ist nicht das Gefährlichste, was er hat. Du hast nicht wirklich eine Alternativwaffe. Du triffst einfach zu schlecht. Passt schon. Und ihr zwei. Keine Ahnung. Er ist relativ weit hinten. Vielleicht können wir ihm eine Granate hinschmeißen. Okay, Panik ist gut. Hat seine Waffe abgelegt. Gut. Gummischrot rein. So. Ich weiß nicht, ob er seine Waffe aufnehmen kann und schießen. Aber wir werden sehen. Wie kommen wir am besten an ihn ran? Ungefähr so. Okay, da haben wir keine Chance, das zu treffen. Machen ein bisschen Risiko. Nächste Runde können wir ihm eine Blendgranate vor die Füße schmeißen und ihn hoffentlich stunnen. Er schießt wieder. Damit. Drei Wunden. Wie viel brauchst du? 30. Ach, das ist keine mögliche Flugbahn. Ärgerlich. Okay. Wir haben ihn lebendig. Eigentlich das, was wir wollten. Und wir haben ein bisschen was an Punkten gekriegt. Wir haben zwar einen verloren, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Geld ist momentan nicht so ein Problem. Schon wieder die Lagerkapazität.
Ja, irgendwas müssen wir da machen, um das langfristig zu lösen. Ich glaube, das Zeug brauchen wir nicht unbedingt. 50. Was war das? Priester-Dragons haben wir erwischt. Okay, schmeiß den Bauer weg. Wir müssen die Leute echt langsam erforschen. So. Einmal Kevlar. Und dann wollte ich noch irgendwas. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Aber es war zumindest mal wieder eine erfolgreiche Mission. Die war sehr, sehr schwierig. Aber wir haben, hat sich auch gezahlt, dass wir da geblieben sind. Punktetechnisch. Aber wir sind knapp unter minus 1000. Gut, wir machen einen Break. Ich glaube, das war eine längere Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.